Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory 4. Ja, in der letzten Folge haben wir einiges gemacht. Und ich glaube, hier ist das Ding. Nein, die trocknen gerade noch aus. Ich weiß gar nicht, was ist hier alles aktuell noch drin. Noch ein bisschen Molten Nickel. Und TB hat mir geschrieben, dass es ein Nether Portal im Grunde als Nether Cake gibt. Das wäre doch eine ganz interessante Sache. Wir gucken jetzt mal nach diesem Nether Cake. Nether Cake, ich glaube, ich habe ihn gerade gesehen. Nether Cake. Sugar. Sollte jetzt nicht die Schwierigkeit sein zu kriegen bei mir. Zack. Zucker, Milch. Also brauche ich nochmal Milk. Wenn ich Milk suche, habe ich. Okay, dann sollte ich alles für den Cake haben. Köke, genau. Cake. Nether Cake. Hä? Huh? Was war das dann gerade für was für ein Cake? Nether Cake. This is not a portal to another. Your cake is in another castle. This is food. Oh. Da muss ich den machen. Was fehlt in der Mitte? Ein Ei. Ah ja. Legt Eier. Liegt Eier, Mann. Ich brauche einen höheren Zugang eigentlich noch. Ich muss einfach hier irgendwie oben. Ach scheiße, ich habe nur eins nicht gemacht, okay. Und ihr braucht, wenn ich mich nicht erst sieht, ne? Legt Eier, ihr Schweine. Krieg ich sonst irgendwie, also in dem Modtrack Pack glaube ich ja irgendwie, dass alles irgendwie möglich ist. Gibt es sonst einen anderen Weg, an Eggs zu kommen? Scheiß Ernst. Mit Feathers? Aber da stand noch was mit Eggs. Der Trader handelt halt echt Eggs, okay. Gegen Seeds. Das war jetzt zu einfach. Okay, Cake. Erstmal nur den normalen Cake. Und dann den Nether Cake. Als ob ich kein Obsidian mehr hätte. Mechanical Squeezer. Ich hatte doch die ganze Zeit eigentlich... Okay, gibt es aktuell noch einen anderen Weg, den ich machen kann? Molten Obsidian. Starlight Transmutator. Was zum Fick ist das denn? Ich soll es gleich auf den Old Fashion Way machen. Die Frage ist, war ich denn noch den Old Fashion Way? Ich brauche im Grunde ein... Cauldron. Da habe ich bestimmt noch einen, genau. Dann habe ich noch eine Torch. Torch. Ein
Und irgendwie gerät dir gerade voll die Musik ab. Kann das sein? Ich höre irgendwie sehr laut Musik in meinen Ohren, aber... Vielleicht werde ich auch langsam crazy einfach. Das kann natürlich auch sein. Cobblestone. Cobblestone und eine Bugette. So. Perfekt. Und dann... Vorteil ist ja, ich kann dir direkt Wasser abschöpfen. Und ich brauche jetzt 8 dafür. Bleibt nicht zu schwer. Gut. Dann alles zurück ins Inventory. Und dann holen wir uns wieder die Cake. Endcake, okay. Das mag ich jetzt wissen. Kann ich den jetzt einfach so essen, oder? Au. So, mal blöde Frage. Gibt es denn auf der anderen Seite den Cake, auf den ich auch wieder reinbeiß? Loading Terrain. Ah, ich guck mal, ich hab im No Cake Like Home. Never. Here nor there. Overworld Cake. Okay, den habe ich auch dabei. Will ich wissen, wo zur Hölle ich mich befinde? Ich sehe ihn auf der Map Lava. Oh, Quartz. Nice. Frische Quartzvorräte. Oh, schön. Ich glaube, ich habe so viel Quartz mittlerweile, dass das nicht wirklich erwähnt hätte. Ich nehme es trotzdem mit, einfach weil ich es kann. Und vor allem, weil XP. Und das ist wieder mal was Normales. Als ob ich jetzt im normalen Nether wäre. Das könnt ihr mir doch jetzt hier erzählen, dass mich echt in den normalen Nether lassen. Ich lebe nur noch hier. Ich liebe Nether. Ich komme nie wieder zurück. Ich grab nicht nach unten. Ist ja doch wahnsinnig. Erstmal auf irgendeine sichere Oberfläche. Wo ich schwarz sehe. Und dann können wir überhaupt erstmal drüber überlegen, ob ich nach unten grab. Ich bin doch nicht wahnsinnig. Sind wir ganz ehrlich. Ah, ich höre ein Schweinchen. Ich höre Schweinchen Pick. Schweinchen Dick höre ich. Oh. Oh. Und erstmal eine schöne Aussichtsplattform hier. Dafür habe ich doch sicher Platz. Jetzt sehen wir, dass da drüben rein theoretisch gerade. Ich sehe noch was. Ich sehe da hinten einen Magma-Slime, der hin und her blinkt. Schlimme ist, sobald ich was habe, was ich will, habe ich irgendwie die Vermutung, ich bin underentwickelt. Wahrscheinlich für diesen Mod bin ich sogar underdeveloped in dem Fall. Also ich muss ja nach da drüben jetzt. Schaut aber alles soweit normal aus. Ich trau dieser Ruhe und der Stille nicht, ganz ehrlich. Erstens, was zum Fick? Habe ich Optifine drauf? Nee, ne? Warum hat keiner Optifine mit dem Pack? Glowstone ist hier auch.
Habe ich ja alles quasi schon die ganze Zeit. Aber dieses Cave Building ist brutal. Wenn ich auf die Map gucke, nee, das ist irgendwas. Was war das? Ich weiß jetzt schon, dass ich sterbe. Habe ich irgendwas Wichtiges dabei? Nee, nee, zum Glück nicht. Was ist nie schlau im Nether? Genau, einfach eine Brücke bauen. Einfach straight nach da drüben jetzt. Und schau nicht zurück. Ich schau nicht zurück. Ich hab genug Blocks. Ich sehe einen Fortress. Jetzt gehe ich wieder in den Cave Mode. Warum gehe ich schon wieder in den Cave Mode? Einfach weiter, einfach weiter. Nichts passiert hier. Ich bin fast da. Bin fast da. Lass mich nicht im Stich. Zwei passt perfekt. Das ist ein Skelett. Das ist nicht der Plan, aber okay. Eigentlich wollte ich hier einen schönen Abgang reinmachen. In die Tiefen hinein. Das ist eine Kiste. Geil. Und Emerald Blocken. Unlock Blocked Villager Traits with Red X or Cursed Zombie. Emerald Pickaxe. Die ist besser? Hallöchen. Nicht mit. Oh nö. Schön. Magic Bean. Crocodile. Enderwing. Teleport to World Spawn. Flint and Steel. Voyage Charm. Saves you from falling into the void. Leck mich am Arsch, das tat im Ohr weh. Was ist das hier? Air Charm, Walk on Air, Sneak to Descend, Right Click to Toggle. Wing of Charm, Gives Slow Fall after 6 Blocks. Right Click to Toggle On. Diamond Horse Armor. Okay, also... Das Erdscham finde ich gerade am geilsten. Frage ist, verbraucht es sich? Right click to toggle on. Du kannst jetzt echt auf Luft laufen. Ich seh, da ist das nächste. What the fuck? Das ist lustig, ist rein theoretisch. Kann ich einfach so hoch. Mach dich wieder aus. Hallo. Ist on. Ist automatisch an, oder?
lustig. So, ich habe da was gesehen. Kommt der her? Die Chest habe ich schon gelootet, okay. Inventory Upgrade. Eat to upgrade your inventory. Das hört sich doch gut an. Eat to upgrade your inventory. Okay. Spawn Seeker searches out the nearest spawner. First protection while carrying. Okay, fire protection while carrying. Right click to toggle on. Der war vielleicht gar nicht blöd. Toggle it on. What the fuck? Wow. Okay. Huh? Lol. Das ist halt immer wieder verwendet, sind noch an. Geh aus. Scheiß wieder aus. Corrupted chorus fruits lets your face all walls for a few seconds. Na gut, Leute, aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unten einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier in der kleinen Netherfestung. Also, bis dann. Ciao.